Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Weiter geht's und ich muss mich mal ganz kurz orientieren, weil es mittlerweile 16:10 Uhr ist. Einige Zeit ist vergangen, Guan. Da will ich hin. Alles klar, ja. Oder? Ja. Weiter geht's mit der großen Kryptasuche. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist eine Weile her, dass ich dieses Debakel bei Spider-Man hatte. Nur noch 24 Stunden oder 48, das ist so ein bisschen wie bei manchen Jump-Runs. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob die Null noch mitzieht. Wenn PlayStation Now sagt, es ist noch ein Tag verfügbar. Ich Dafür habe ich glaube nicht genug schon, Platz. das heißt. Hab ich da gerade was gehört? Bin mir nicht sicher. Jetzt wird. Oh nee, das funktioniert so nicht. Jetzt wird durchgezogen, Leute. Eiskalt. Ich wollte ja auch dann heute früh noch so ein paar Folgen bearbeiten und so weiter, aber ja, ne, weil wir haben ja auch dieses Debakel, dass meine eine Festplatte zwar Platz hat, aber nicht aufnehmen will. Oh, was soll ich denn jetzt hier schon wieder machen? Ich laufe einfach mal darüber. Alles voll. Dementsprechend habe ich mir Ich kann nicht Folgendes mehr tragen. überlegt. Ich nehme einfach auf der einen Festplatte die Folgen auf und kopiere sie dann auf die andere rüber. Das sollte ja funktionieren. Dann habe ich jetzt noch circa Platz für 10 Stunden, in Klammern 30 Folgen. Und das wird, sage ich mal, so mein Ultimatum sein. Wenn ich es dann jetzt in 10 Stunden nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Ja, und sowas trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass man es schaffen kann. Weil ich verstehe das jetzt hier auch schon wieder nicht. Ich sehe, da kann man hinklettern. Okay. Da, aber es könnte auch der Rückweg sein. Und der Hinweg ist unter Wasser? Fragezeichen. Oh. Also sowas kann man ja hier nicht stehen lassen. Ne? Das sollte man natürlich mitnehmen. Ja, fernab von dem, weil es ja noch aktuell ist. Heute Nacht wurde das Berliner Camp geräumt. Aber das hat mich natürlich erstmal traurig gemacht. Aber die Leute sind jetzt schon wieder da und demonstrieren. Die Presse soll wohl sehr, sehr negativ sein. Aber ja, ne, ich habe jetzt offensichtlich keine Zeit. Ich muss ja jetzt langsam mal mein eigenes Konzept hier an den Mann bringen. Deswegen Dafür habe wünsche ich ich nicht genug den Platz. Jungs. Oder wir gehen einfach mal in die Höhle. Für die nächsten ein, zwei Tage alles Gute. Jetzt dachte ich, da wäre eine Schlange. Hui, what? Wieso? Ja, ich weiß nicht warum, Leute, aber ich will immer Viereck drücken. Weil Dreieck ist eine ganz, ganz komische Wahl für eine Nahkampftaste. Ja, warum warst du denn jetzt da drin? What the fuck, ey? Du weißt aber schon, dass ich dich jetzt abknallen. Wobei, naja, Lara, warum trägst du auch diese scheiß Kulkulka. Ah, Moment, der lebt ja. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Aber er war glücklicherweise verbuggt. Warum trägst du auch diese scheiß Kulkulkan-Uniform? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist der Wald heilig oder was? Hast du Angst, dass die Füchsileinis dich irgendwie bei den Kulkulkanern verpfeifen oder was? Oh shit, das sind ja noch. Wieso sind das so viele? Leute, ich habe dazugelernt. Ja, Lara müsste dann natürlich auch tatsächlich mal Feuerpfeile nachmachen. Das wäre echt toll, tatsächlich. Wieso brauchst du so lange, um scheiß Feuerpfeile zu machen, ey? Ja, gut. Nahkampf mit den Hündchen lässt es sich nicht so gut nahkämpfen. Okay, warte. Dann nehmen wir normale Pfeile, oder? Ja, jetzt sind sie weg. Gut. Sie haben erkannt, wer der Stärkere ist, würde ich mal sagen. Naja, dann kann ich ja jetzt noch mehr oder weniger meinen Namen reinwaschen. Wobei ich doch gerade im Wasser war. Legendäre Jägerin, ja. Rotten Sie 45% des Waldes aus. Immerhin. Die sind jetzt einfach abgehauen. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, oder sie haben sich da schlafen gelegt? Nee, der liegt da schon eine Weile, würde ich sagen. Aber, und das ist das Traurige, das bringt mir hier gar nichts. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass ich durch diese Höhle deinen Weg reinfinden kann. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal die Tür zumachen.
Ja, ich spüre schon, die Sabotage liegt wieder förmlich in der Luft. Von allen Seiten natürlich, ist ja ganz klar. Nee, das ist nicht. Das bringt dir nichts. Das ist natürlich bitter, wenn man Herausforderungen machen will und die eigentliche. Das sieht ja gut aus, aber so hoch kann sie ja nicht springen. Die eigentliche Herausforderung ist es dann, dahin zu finden. Das sieht auch angenehm aus, aber oder hier, das ist doch kein Zufall, oder? Kann man das nicht irgendwie abfackeln oder sowas? Puhuhu. Ja, guck mal, das, ich glaube, dass das der Rückweg ist. Aber warte mal, dann, her, könnte ich jetzt hier von der Seite aus? Nee, das bringt auch nichts. Und es ist jetzt aus unbekannten Gründen kein Teil, was ich selbstständig irgendwie manipulieren kann. Ausnahmsweise geht es mal wieder nicht. Ja, was bleibt mir anderes übrig, als da jetzt mal tatsächlich doch mal rumzulaufen? Wobei das führt doch wieder. Oh, wobei? Okay. Das, ja, das ist doch gut hier. War ich hier schon mal? Keine Ahnung, aber ja. Dann, nee, Moment. Dafür habe ich jetzt keinen Platz. Jetzt bin ich doch im Kreis gelaufen. Oh, jetzt dachte ich's, Leute. Jetzt dachte ich, ich hätt's. Dafür habe ich nicht genug Platz. So dumm. Ich meine, hier können wir. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber das wäre ein ziemlich abgespaceder Weg. Aber gut. Na gut, falls sie es jetzt poltern hört, meine Mutter ist ja irgendwie der Meinung. Weißt du, das ist so, sie wird das ja jetzt eh hören. So, ich halte mich auch nur kurz, weil der Staubsaugen wird ja nicht so lang gehen. Aber weißt du, da freut sie sich mal, dass sie endlich Urlaub hat. 3, 4 Wochen. Und sie, was macht sie in ihren Urlaubstagen? Schuftet und arbeitet weiter, ja. Ich finde, solche Leute, ich habe ihr das auch schon mehrfach persönlich gesagt. Ich finde, die muss mal zusammen krachen. Die muss mal wirklich einen Kreislaufzusammenbruch kriegen oder so und 2, 3 Wochen im Krankenhaus landen, damit sie vielleicht endlich mal mit dieser Arbeitssucht aufhört. Nur mal so am Rande. Ne, so wie ich immer, wie ich auch letztens zu den Berliner Demos gesagt habe, die Deutschen müssen mal richtig auf die Fresse kriegen. Und meine Mutter muss mal so richtig mental auf die Fresse fliegen und vielleicht ins Koma fallen, damit sie endlich mal realisiert, okay, ich sollte weniger arbeiten. Weil das ist das, was ich hier immer sage, arbeite doch weniger, aber die kriegt es nicht auf die Ketten. Kriegt es einfach nicht auf die Ketten. Aber okay. Falls sie es poltern hört, wollte ich mir mal so erklären. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Es fuckt mich so unfassbar ab, ey. Aber okay. Ist einfach so. Wer seine alten Gewohnheiten nicht ablegt, der hat einfach noch nicht genug gelitten. Es ist halt einfach so. Und das gilt wirklich für alle. Die Deutschen müssen auf die Fresse kriegen, meine Mutter muss ins Koma fallen. Ist einfach so. Ist einfach so. So. Nee, okay. Moment, was? Oder war es das jetzt schon? Nee, ich bin doch immer noch nicht da. Ja, Leute, das ist halt. Ich habe so keinen Bock auf die Scheiße. Ihr macht mich alle richtig rasig gerade, ne? Mit eurer Art und Weise des Existierens. Das Spiel. Meine Mutter. Die Deutschen. Das ist gerade mentales, weltliches Mobbing hier, was passiert. Ich werde es noch in der Folge weiterhin natürlich versuchen und wenn ich dann keine Lösung gefunden habe, dann lasse ich das einfach stehen, mir doch egal. Das ist doch richtig behindert, ey. Richtig, richtig behindert. Es ist kein Höhleneingang in Sicht. Erzählt mir jetzt nicht, ich muss irgendwo in Buxtehude einen Knopf drücken, damit da was passiert.
Das hier, das wirkt schon vielversprechend, wie gesagt, aber das ist da, man spürt schon diese Inkompetenz, diese Unfähigkeit, da hochspringen zu können. Ist schon fast da sowas wie eine unsichtbare Wand. So, das sieht auch ganz nett aus. Da könnte ich es da nochmal versuchen. Nee, funktioniert aber auch nicht. Und die Höhle hier, ja, war sie nur für die Nebenmission oder nicht? Ist ja das Zeichen. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, dass da oben ein Pfeil ist, den ich bei anderen Krypten noch nie so gesehen habe. Es kann auch wirklich sein, dass ich hier hoch muss. Also werden wir das mal machen. Ja. Wenn ja, dann war das jetzt natürlich mehr oder weniger. Naja, wir haben immerhin die Wölfchens getötet. Von daher. Da fällt mir jetzt noch irgendwas zu dem Thema ein. Ja, wie gesagt, mich fuckt es so ab. So, Leute. Und es ist ja gefühlt jeder Zweite, so, sie beschweren sich und beschweren sich. Und ich denke mir dann, beziehungsweise sagte mal, ja, dann ändere halt was in deinem Leben, ganz ehrlich. Du kannst halt nicht einerseits rumheulen und andererseits zu feige sein, was zu ändern. Ja. Wenn du nicht zufrieden bist, dann musst du was anderes machen oder du musst dafür sorgen, dass andere Leute was anderes machen. In dem Fall sage ich euch, dass ihr euer Leben ändern solltet. Weil es liegt offensichtlich nicht an mir, dass Deutschland so scheiße, so dumm ist, wie es halt ist. Aber gut, ich will nicht lästern. Oh mein Gott, ich höre die ganze Zeit diesen Staubsauger im Hintergrund, Alter. Und dann so, ich sehe das schon kommen, so, weißt du, so. Ein, zwei Wochen später, wenn der Urlaub vorbei ist, oh, ich fühle mich gar nicht so, als hätte ich Urlaub gehabt, oh. Oh, woran liegt das nur? Liegt es etwa daran, dass ich jeden Tag weitergearbeitet habe? Genauso regt sich darüber auf, über den Stress von der Arbeit, aber zu Hause dann geht ans Telefon ran, wo dann Arbeitskollegen mit ihr über die Arbeit reden. Also der Stress wird quasi nach Hause gebracht, wo ich dann immer so sage, Alter, geh doch einfach nicht ran. Geh doch einfach nicht ran. Willst abschalten, dann geh doch einfach nicht ran. Ja, aber ich kann doch nicht. Und ich dann so, ja, dann Pech Alles gehabt, dann voll. halt die Kann Fresse nicht und mehr beschwer klagen. dich nicht. So. Wie gesagt, das ist ja kein Lästern, weil ich das schon ihr mehrfach gesagt habe. Kommt mir nicht mit Respektlosigkeit. Respekt gegenüber dem Alter. Nur weil ihr älter seid, habt ihr nicht automatisch mehr Lebenserfahrung oder Recht. Also man sieht es ja. Man sieht es ja an den Dafür habe ich meisten nicht genug Deutschen. Herz. Ihr seid so dumm und ich bin halt 25 und ich hab das Leben auch irgendwie aus unbekannten Gründen schneller verstanden als ihr. Was mir aber nicht viel bringt, weil es bringt mir leider nur Nachteile, weil mich das halt abfuckt. So, wie kann das sein, dass ich irgendwie auch auf die Welt gekommen bin, genauso wie ihr, aber irgendwie 5000 Mal schlauer bin? Das verstehe ich irgendwie nicht, aber okay. Sorry für diese Folge. Wobei, nein, nicht sorry, scheiß drauf. Mein Kanal muss sein. Der Deutsche soll gefälligst wissen, wie es mir geht. Und soll sich dementsprechend ändern. Ich kann auch nicht mehr machen, als da euch darauf hinzuweisen. So. Okay. Ja, da gibt es wieder die Kaschide. Lara? Okay, warte. Ich lass mich nicht abfrühstücken, okay? Nein. Der Shotgun ist immer noch links. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein. Das ist doch, Leute, hallo? Oder vielleicht, warte, wenn wir hier ein. F ist das was zum Brennen? Nee. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Guck mal, da kann sie doch wohl durch. Was ist das? Wollt ihr mich jetzt wirklich in den Wahnsinn treiben? Geh doch da, Lara, geh doch da einfach durch. Oder ist die Kaschide-Ladezeit nur so irgendwie so geplant, dass man es von der anderen Seite macht? Aber da vielleicht. Ja, danke, dass du gestorben bist. Bitte lass mich im besten Fall da nochmal an dieser Stelle raus.
Das wäre sehr, sehr schön. Ja, das sah doch interessant aus da rechts, aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Ich gehe da jetzt. Wie gesagt, dafür ist mir mein Speicherplatz zu schade. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder runter? Wo geht's? Wo soll's denn hier überhaupt lang gehen? Oder war das. Also ich meine, selbst wenn es jetzt nur für Sammelzeugs war, wie habt ihr euch das denn jetzt vorgestellt? Schätzungsweise. Nee, warte. Da runter. Ich springe jetzt hier und setze mal den Haken ein. Ja. Ja, okay. Ach so. Das könnten wir. Wobei, nein, nein. Ja, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Funktioniert das jetzt vielleicht? Ich weiß ja nicht mehr, wie man das ursprünglich hier betreten hat, dieses Gebiet. Ob das jetzt der Rückweg, der Hinweg ist. Vielleicht können wir von da oben irgendwas Tolles machen. So. Und dann, wo wollte ich hin? Ich versuche mal dahin zu gehen. Und mir mal hier die Lage anzunehmen. Naja, das ist der Rückweg. Also müsste ich ja quasi so rumdenken, dass ich hier so hingegangen bin. Und... Tja, was ist das? Ist das neu? Wenn ich jetzt da hinspringe, dann ist es, glaube ich, wieder dieselbe Stelle, ne? Das Dumme ist ja jetzt auch, dass ich kann ja jetzt nicht irgendwie aufhören. Wenn ich jetzt das Spiel resette oder so, dann werde ich wahrscheinlich hier wieder rausgekegelt, ne? Ich habe mich in eine richtig, richtig dumme Situation manövriert. Ich springe jetzt einfach mal darunter. Schade, das war leider nicht tief genug. Ja, ich will... Ach so, nee, ja, nee, 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 wir machen das einfach so. Spring ich einfach... Also, Lara, du solltest tatsächlich rüberspringen. So. Okay. Ja, und der Weg, der führt ja dann einfach storytechnisch weiter. Krypta. Ja, ne, also von daher, Leute, ich habe keine Ahnung, was dieser muttergefickte Holocaust-Auschwitz-Scheiß soll. Ich habe meine... Motivation, meinen guten Willen bewiesen. Und guck mal, hier haben wir genau dieselbe Scheiße. Ich werde mich mal dahin porten und einfach mal tatsächlich jetzt vor der nächsten Folge schauen, ob das funktioniert. Nicht, dass wir jetzt dasselbe Debakel nochmal haben. Wo ist es denn hier? Ja, ne? Kann ich jetzt noch irgendwas zu dem Thema sagen? Ja, ne? Also die dummen Leute werden es wieder falsch verstehen und sagen, du bist arrogant, du bist überheblich. Die guten Leute, die schlauen Leute werden es verstehen. Ihr seid halt... Was bringt es denn, auf der Welt zu sein und rumzuheulen? Ich sag ja, das ist ja das Ding. Ich weiß ja, dass es ungerecht ist. Nur irgendwie habe ich dann die Courage... die Eier das Maul aufzumachen, versuche etwas zu ändern, sage ich mal, versuche immer neue Wege zu finden. Und es kann halt nicht sein, dass Leute sich darüber beschweren, dass wir quasi in einer Diktatur leben und die dann aber irgendwie zu faul sind, was dagegen zu machen. Oder wie meine Mutter sich beschweren, dass sie auf der Arbeit ungerecht behandelt wurde, aber nichts ändert. Ja, also, ja, dann... Ja, das sieht doch hier gut aus. Dann heißt es wieder, ja, aber ich will doch nicht meinen Job verlieren und so weiter. Ja, aber das ist das Ding. Du kannst halt dein Leben lang weiter rumheulen und dann in Depressionen sterben oder einfach mal was riskieren. Aber okay, wie gesagt, ich nicht falsch verstehen, aber was soll ich denn tun, wenn mich hier wieder alles mobbt und nervt und hasst und penetriert. Ja, das scheint zu funktionieren. Da gehen wir dann beim nächsten Mal rein. Ich versuche mich über die nächste Folge einzukriegen. Und, ja, dann schauen wir mal. Ne? Also, macht einfach was. Ändert was. Habt Mut, Courage. Macht die Fresse auf. Oder haltet sie, wenn ihr zu feige seid, irgendwas zu ändern. Und wenn ihr verfickt nochmal Urlaub habt, dann macht doch Urlaub. Ich verstehe das nicht.
So, was ist, liegt das irgendwie an der alten Generation oder so? An diesem Arbeitsvolk irgendwie, dass die irgendwie nicht abschalten können? Dass die 3, 4 Wochen Urlaub haben und einfach trotzdem nicht abschalten können? Und das ist ja so das Problem. Ich versuche ihr ja zu helfen. Ja. Ich versuche ja dann wirklich immer zu sagen, chill, entspanne, bleib ruhig, denk nicht über die Arbeit nach, habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt von Anfang an so brutal thematisiere. Ja, ich hatte ja auch meine 35.000 Male, wo ich versucht habe zu helfen, aber du kannst nicht machen. Wenn ein Mensch von sich aus es nicht schafft, abzuschalten, Ruhe zu bewahren, von sich etwas ändern zu wollen, dann kannst du nichts machen. Da kann dir der beste Psychologe nicht helfen. Ja? Wenn der Roboter arbeiten will, dann arbeitet er. Da kannst du nichts dagegen machen. Außer vielleicht Beruhigungstabletten heimlich unterjubeln. An den Tischketten oder so, ja. Und das ist so, das macht mich natürlich auch fertig, so sehen zu müssen, dass meine Mutter sich immer weiter kaputt macht. Aber ich kann nichts dagegen tun. Das Einzige, was ich dagegen tue, und wo ich ja hoffe, dass das vielleicht irgendwas bringt, ist, dass ich dann hier mit meinem YouTube-Kanal mal irgendwann tatsächlich aushelfen kann, dass ich dann mit den Scheinen wedeln kann und dann quasi sagen kann, hier, musst jetzt nicht mehr arbeiten gehen, ja. Verdiene jetzt hier durch YouTube selber so 2000, 3000 und jetzt kannst du deinen Job kündigen oder Kurzarbeit anmelden oder so. Das ist dann, sage ich mal so. Jetzt muss ich ein bisschen leiser reden, ich glaube, sie ist langsam fertig. Das ist, sage ich mal, so meine Hoffnung, ja. Dass ich dadurch dafür sorgen kann, dass sie weniger arbeitet. Aber das kommt ja noch dazu. Man sieht, wie seine eigene Mutter sich kaputt arbeitet. Und ich selber arbeite mich in gewisser Weise natürlich auch durch meine Videos kaputt. Wenn ich hier 10, 15 Stunden lang am Tag Let's Play-Kram mache. Und das Traurige ist, dass mir das aber selber auch nichts bringt, ne? Dass ich ja selber auch nicht vorwärts komme. Und das ist dann ja halt scheiße, sage ich mal. Aber bei mir ist es wirklich immer so, wenn ich einfach merke, ich kann nicht mehr oder so, dann fuck it, ja. Es gibt auch so Tage, da stehe ich dann auf, mach 1, 2 Stunden irgendwas und dann merke ich, scheiße, ich bin jetzt aus unbekannten Gründen müde, dann lege ich mich wieder 5 Stunden hin, ja. Ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, du kannst es ja auch machen, weil du nicht arbeiten gehen musst und so weiter. Ja, aber das ist halt so das Problem, was der Mensch hat. Der Mensch wurde nicht dazu gemacht, so strukturell zu leben, strukturell zu arbeiten. Dieses immer um dieselbe Zeit aufstehen, um dieselbe Zeit essen, um dieselbe Zeit ins Bett gehen, immer punktgenau 9 Stunden arbeiten. Es gibt einfach Tage, da kann man von der Mentalität, von der Kraft her länger arbeiten und es gibt Tage, da kann man halt weniger arbeiten. Und der Mensch sollte, wenn er richtig, er ist ja ein Lebewesen und wenn er richtig sein Leben ausschöpfen und genießen möchte und zu seinen vollen ausschöpfen möchte, sollte er einfach an gewissen Tagen weniger und an gewissen Tagen mehr arbeiten. Es gibt auch Tage, wo ich einfach 24 oder 26 Stunden wach bin und die ganze Zeit zack, 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 zack YouTube-Kram mache, ja. Und dann gibt es halt wieder Tage, wo ich nur 2, 3 Stunden was mache. So, dieses, je nachdem, wie es gerade passt, wie stark man ist, genauso wie mit dem Essen. Man kann doch nicht immer zur selben Uhrzeiten essen, sondern es ist doch alles unterschiedlich. Jeder Körper reagiert anders. Je nachdem, wie viel man am Tag arbeitet und wie man schläft und so weiter, verändert sich doch die ganze Struktur. Und das ist aber das Problem, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, die von uns erwartet, auch wie ein Roboter zu funktionieren. Und das ist der Grund, wieso die ganzen Leute dann irgendwie nicht mehr aufhören können, arbeiten zu gehen. Zu arbeiten, selbst an ihren freien Tagen, wieso sie sich alle so roboteriös verhalten, einfach weil sie natürlich in diese gesellschaftlichen Strukturen reingewachsen sind und sich aber nicht dagegen wehren. Das ist halt das Problem, ihr müsst euch halt auch dagegen wehren, ja. Wie gesagt, ich sage nicht, ihr sollt alle nicht mehr arbeiten gehen, wobei das wäre natürlich das Ultimatum, sage ich mal. Wenn man ein Problem mit einem Großkonzern hat, dann muss man da einfach, darf man da nicht mehr arbeiten gehen, beziehungsweise die Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen. Und dann müssen sie ja einlenken, weil sie wollen ja nicht pleite gehen. Aber auch so grundsätzlich. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ne, ich sag ja nicht, ihr sollt jetzt alles hinschmeißen oder so, aber wirklich, man
wenn du ein Mensch bist und dein Chef auch ein Mensch sein möchte, dann würde ich mich wirklich dann, es müsste wirklich Standard sein, dass man wirklich sagt, so, okay, was weiß ich, heute arbeiten wir 8 Stunden, morgen arbeiten wir 3 Stunden und übermorgen 12. Also das darf natürlich nicht im Vorfeld beschlossen werden, weil das muss ja alles spontan passieren, je nachdem, wie man sich fühlt, je nachdem, wie man der Meinung ist, wie viel man leisten kann und so weiter, ja. Das muss alles, diese ganzen dummen Strukturen, die hätten niemals stattfinden dürfen. Und das ist das, was ich, die Einstellung hatte ich schon immer, mit der Einstellung bin ich durchs Leben gegangen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich diese ganzen Herzkrankheiten und den ganzen Scheiß, den werde ich wahrscheinlich nicht haben, so, weil ich einfach, ja, ich mache mein Ding, gut, man sieht, wie viel es bringt, aber das ist dann wieder das andere Ding, ja. Das ist dann aber nicht meine Schuld. Das ist ja das, was die Leute dann immer gerne zu mir sagen. Naja, man sieht ja, dass da nicht viel bei rumkommt. Man sieht ja, du mit deiner Einstellung verdienst du ja kein Geld. Aber es geht doch nicht um Geld im Leben. Und es kann doch nicht sein, dass man die Arbeit eines Menschen anhand des Gehaltes ausmacht. Ja, dann damit habt ihr die Friseurin gedisst, die Altenheimkräfte gedisst, die Putzfrauen gedisst, ihr habt einfach halb Deutschland gedisst, weil halb Deutschland ungerecht bezahlt wird, ja, so, und ich mache hier was, ich kann aber nicht dafür, dass es nicht belohnt wird, sag ich mal, ja, so, und wenn ich ein richtig dummer Mensch wäre, würde ich sagen, okay, ich höre damit auf, ich mache etwas, wofür ich Geld verdiene, aber ich bin glücklicherweise menschlich und charakteristisch stark genug, dass ich mir sage, nur weil ich nicht das Geld kriege, was mir meiner Meinung nach zusteht, heißt es nicht automatisch, dass ich schlecht arbeite, sondern es heißt für mich persönlich, dass die Leute einfach zu dumm sind, das wertschätzen zu können, beziehungsweise die meisten finden mich einfach nicht auf YouTube, ja, so, das ist halt dieser Knackpunkt und da lasse ich mich von euch nicht verarschen oder so. Ich weiß, dass ich was Gutes leiste, ich weiß, dass ich was kann, Whoops, okay, da ging mir der Speicherplatz aus, deswegen muss ich mich jetzt kurz fassen. Ja, ich weiß, dass ich was kann, dass ich was leiste und so weiter und nur weil sich das nicht in meinen Abonnenten und Aufrufen widerspiegelt, heißt das nicht, dass das dann auch automatisch der Wahrheit entspricht. Es gibt so viele Leute, die so viel Gutes leisten, aber überhaupt nichts im Leben haben und dann, es liegt dann einfach an der dummen Gesellschaft und nicht dann an denjenigen. Aber wie gesagt, wenn man dann natürlich nicht charakterstark genug ist und so weiter, dann denkt man wirklich, es liegt an einem und dann versucht man sich irgendwie anzupassen und dann wird man richtig dumm und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Aber okay, ja, so viel zu dieser Folge, die jetzt aus unbekannten Gründen existiert, obwohl sie vielleicht nicht existieren sollte, aber egal, scheißegal, ist halt einfach so. Ja, so, in der nächsten Folge werden wir dann das machen und ich werde wahrscheinlich zwischen den Pausen eh wieder so minimal Pause machen und ich werde versuchen, dann nochmal einen Weg reinfinden zu können, ja, ich bin stur, aber ich kann es nicht garantieren, so, und dann bin ich mal wieder auf die äußerst interessanten Kommentare gespannt. Wie gesagt, glaubt an euch, macht was aus eurem Leben und damit meine ich nicht, dass ihr viel Geld verdienen solltet, denn es gibt so viele Künstler, so viele Buchautoren und so viele gute Gedichtenschreiber und so weiter. Die verdienen alle nichts, aber die machen gute Arbeit, ja? Und haltet daran fest und ja, hofft einfach, dass die Menschheit das irgendwann mal rafft. Ansonsten werden wir alle zusammen natürlich auch einfach als arme Penner untergehen, ja? Aber ich gehe lieber dann wirklich unter mit dem, von dem ich überzeugt bin, als dass ich mich dazu herabbegeben lasse, etwas ausüben zu müssen, auf das ich nicht stolz bin, auf das ich nicht hinter dem ich nicht hundertprozentig stehe. Ja, das ist meine Überzeugung, meine Mentalität, meine Moral, nennt's wie ihr es wollt. Und wenn das dann mein Untergang sein soll, dann bitteschön, wenigstens kann ich sagen, dass ich für etwas gekämpft habe und dass ich in Ruhe das zumindest, solange ich es ausüben konnte, mit Freude und Ruhe und Gelassenheit vollzogen habe. Dann natürlich unglücklich verreckt bin, aber okay, das ist ja egal. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.